Halbfinale dieses Einladungsturniers. Timo Boll, der 27-Jährige, den hatte sich überraschend in der Gruppe D durchgesetzt gegen Dimitri Ovtcharov und Adrian Kriesa. Der erste zog ins Halbfinale ein. Und das war natürlich ein dickes Ding, dass Appelgren sich da durchsetzen konnte gegen Ovtcharov. Ganz, ganz glatten Sieges über Dimitri Ovtcharov. Den hatte er mit 3:0 auf Platz 1 dieser Gruppe D. Und man sieht das schon in den ersten. Die ehemalige Nummer 2 der Welt, Michael Appelgren, er hatte ja seine große Zeit in den 80er Jahren. 1-Führung für Boll. Ging ran, gab dann nur einen Satz insgesamt einzuziehen. Er war ja zu Beginn des Jahres trotz dieser hochkarätigen Besetzung. Und damit bereits schon 5 Satzbälle für Boll. Das ist das 11:5 und damit geht alle. Werner Schlager, Jürgen Persson, Dimitri Ovtcharov haben wir schon gesagt. Jan Obwohl er ja berühmt war für seine hervorragende Beinarbeit. Wieder korrigiert von Boll. War ja in seinen besten Zeiten kein ganz so einfacher Zeitgenosse. Natürlich noch erwähnt, dass Ovtcharov, der wirklich seit Olympia in einer Krise steckte, durch diese Finalteilnahme bei den Danish Open endlich wieder zur Topform zurückgekehrt ist. Schöner Ballwechsel. Chinesen Zhang, das trotz einer 3 und stand zum ersten Mal im Finale eines Pro-Tour-Events. Die letzten 3 Pro-Tour-Turniere. Aber sobald er vor allem mit der Vorhand zum 3 Satzbälle im zweiten. 2-0. Die Führung in den Sätzen für. Ebenfalls in diese Vorschlussrunde geschafft. Das war schon stark von ihm. Michael Appelgren, da immer aus der Halbdistanz agierend. So kennt man ihn aus seiner Topzeit. War ja Anfang der 80er Jahre gleich einer der Besten in Europa. Hatte dann so einige Jahre lang eine Krise. Gewann 1988 dann ziemlich überraschend den 2. Europameistertitel. Konnte noch einen oben drauf setzen 1990. Klasse Aktion. Sie haben ja trotzdem gegen Werder Bremen gewinnen können. Schade. Die jährigen Michael Appelgren. Vor allem dann, wenn Boll mit der Vorhand trennen wird, dass er das Finale erreichen wird. Das war's. Ein glatter 3:0-Satzsieg für Timo Boll. Mit 11:5, 11:7, 11:8 setzt er sich dagegen Michael Appelgren durch.